Hallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns zusammen Unravel 2 an. Ein Spiel aus 2018, ist ein Solo-Titel oder Split-Screen-Koop. Für einen Titel von 2018 finde ich schon ein bisschen erschreckend. Kein Widescreen-Support, keine Einstellung. Man kommt hier rein, wählt einen Speicherplatz ein und ja, dann geht das Spiel los. Also Menü und Einstellung ist wohl das Mindeste, was man erwarten kann. Ich meine, es sind 20-Euro-Titel aktuell noch. Und das ist armselig. Ich meine, von den Bildern, die Story und die Grafik ist alles schön und gut. Aber ein Menü mit Einstellung ist Must-Have. Naja, schauen wir mal rein. Es geht hier um zwei Wollknäule, die miteinander verknüpft sind und dann Abenteuer erleben. Ich glaube, es gibt einen roten und einen blauen. Dank Steam Remote Play Together kann man das auch über Internet zusammenzocken, was es ganz cool macht. Aber wenn ich ohne Einstellung direkt im Spiel lande, das ist einfach scheiße. Der Sound war am Anfang super laut, muss ich jetzt erstmal über Audio-Mixer ein bisschen runterschrauben. Ja, das ist der zweite, der blaue Knubbel. Okay. Oh, jetzt kommt man in die Einstellung. Warum kommt man da nicht gleich rein? Also, Lautstärke runter. Musik auf jeden Fall. Weiter runter. Dann kann ich jetzt extern mal wieder die Lautstärke anpassen, wie es eigentlich ist. So. Pause aus. Aber sonst gibt's hier nichts. Ne, also hier Auflösung. Ist Widescreen eingestellt. Passiert auch nichts. Ach so, scheiße. Wozu steht hier ein Widescreen Auflösung und das ist kein Widescreen? Egal. So, bewegen wir uns. Okay. So ist man einer. Man kann ihn aufnehmen, dann ist man nur ein Charakter. Okay. Schmeißen kann man ihn wohl nicht, ne?
mal, was hier noch für spezielle Skills gibt. Tastatur. Greifen ist S. Lasso ist D. Zwar noch festhalten, aber rutscht runter. Okay. Mit dem Lasso kann man auch nichts machen. Okay, man kann sich auch dann ranziehen. Okay. Auf jeden Fall nutzen wir das Ding hier mal. So. Okay, der schiebt das hoch. Dann kann der hier hoch. So, weiter geht's. Erscheinungsbild, oh ja. Ein paar Farben gibt's ja. Aber nicht sonderlich viele. Aber wir bleiben mal bei Grün. Wenn ich aus dem Spiel raus hab, dann backt es ein bisschen rum. So, jetzt sind wir dran. Also stark Jump'n'Run lastig. Da man ja mit dem Seil miteinander verbunden ist. Kann man bestimmt noch ein paar Physikspäßchen zu machen.
bisher noch alles recht simpel. Aber das wird sich nur bald ändern. Da gibt es schon noch ordentlich schwere Einlagen. Können wir bestimmt das Lasso verwenden. Okay. Die Frage, ob ich mich ranziehen kann. Ja, das kann ich einfach hochziehen. Ui, ja, langsam kriege ich den Dreh raus. Sehr gut. Na, das ist zu hoch. Ah ja, so geht das. Alte Steuerung ist tipptopp. Grafik ist auch ganz niedlich, aber ein Widescreen-Support, ein echter, wäre echt gut. Ui, 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 jetzt fallen wir hier runter. Ja, das war klar. Jetzt muss ich weit genug schwingen. Jawohl. Okay. So, dann bleibt der hier drauf stehen. Kann der nachkommen? Nice. Ja, ist eigentlich ein ganz cooles Spiel. Macht auf jeden Fall Fun. Und Koop bestimmt noch besser. Ja, wie komme ich jetzt hier runter? Steht's ja. Ah, Mist. Da hätten wir lange schwingen müssen.
So. Da kann man sich festmachen, aber wir müssen wieder hoch. Ah. So, jetzt sind wir beide oben und weiter. Wie lösen wir das Zeug wieder? Sehr mysteriös. Zumindest müssen wir das Zeug wieder lösen. Da gab es doch bestimmt was in der Einstellung. Lösen ist A. Aha. Okay. Ah, ich muss das über die Brücke schieben, verstehe. So, und weiter geht's. Ja, ich werde hier noch ein bisschen spielen. Ist auf jeden Fall ein nettes Game. Ich glaube, bei mir war es im Humble Bumble mit drin und 20 Euro ist absolut okay dafür. Auch wenn man den kritischen Punkt eines anfänglichen Nicht-Menüs fand ich echt blöd. Naja, in diesem Sinne danke fürs Zuschauen und bis bald.